Herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Heute geht es um das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Wenn ich genug Bücher gelesen habe, vielleicht sogar Coachings oder Kurse gebucht habe, warum ist es dann immer noch so, dass ich Menschen in mein Leben ziehe, die mir nicht gut tun, beziehungsweise dass sich Situationen wiederholen, wo ich vielleicht erniedrigt werde, Schuldgefühle habe, unangenehme Dinge nochmal erfahre? Warum? Es gibt genug Menschen, die denken, wenn ich an mir arbeite, dann geht es mir gut, immer gut. Und diese unangenehmen Gefühle werde ich nicht so wirklich erleben. Die Sache ist die, wenn wir wirklich seit Jahren an uns arbeiten und auch vieles geheilt haben, ist das keine Garantie dafür, dass du danach nur noch glücklich bist. Warum? Wir haben, fast alle von uns haben Urwunden in sich. Wenn wir in die Heilung gehen, sind es meistens die oberen Schichten, die zuerst vom Unterbewusstsein freigegeben werden. Danach, nach und nach, öffnet sich das Unterbewusstsein, wenn es merkt, dass du die Emotionen halten kannst, dass du weißt, wie du mit dir arbeitest, kann es dir ganz schwerwiegenden Sachen nach oben geben. Und das tut weh. Das kann Ohnmacht sein, Frust, Traurigkeit, Wut, Hass. Je nachdem, was du in der Kindheit, in der frühen Kindheit, gerade in den ersten 3 Jahren, nicht verarbeiten konntest, das zeigt sich dann in voller Wucht und das tut weh. Und wenn dann jemand seit Jahren an sich arbeitet und plötzlich das hochkommt, gibt es genug Menschen, die dann zumachen und wieder zurückfallen. Was, wenn das nur ein Zeichen ist, dass du auf deinem Level schon viel, viel weiter bist als noch vor ein paar Jahren? Was, wenn dein Unterbewusstsein dir diese unangenehmen Situationen bzw. Menschen präsentiert, die Familiensysteme, ich dir einfach nur spiegeln, welche Emotionen du damals noch nicht verarbeitet hast, damit du die jetzt halten kannst, weil du jetzt in der Lage bist, diese schweren Emotionen halten zu können, mit ihnen bleiben zu können, um sie in die Heilung zu bringen. Hab also kein schlechtes Gewissen, wenn du das Gefühl hast, so, jetzt habe ich so viel an mir gearbeitet, aber trotzdem geht es mir manchmal noch schlecht oder ich ziehe manchmal noch gewisse Menschen an. Dann sei dir bewusst, du bist auf einem weiteren Level. Und das weitere Level möchte einfach nur, dass du weiter mit dir arbeitest, so wie du es auch vorher gemacht hast. Sei bereit, diese schwerwiegenden Gefühle anzunehmen, so wie sie sind, ohne in die Bewertung dessen zu gehen, was gerade ist. Das schiebt dich nochmal ein ganzes Level weiter nach vorne. Wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest, unten ist ein Link. Klick gerne da drauf, um zu schauen, ob ich dir überhaupt helfen kann. Und wenn ja, dann können wir gerne zusammenarbeiten. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit und bis bald zu einem der nächsten Videos.